Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Prinzessin Di. Was macht er denn gerade hier? So. Und wie man sieht, die Brücke wächst und gedeiht. Wieso geht das nicht? Ich weiß nicht, was du machen willst, Schatz. Da dieses Gitter wieder hinbauen, aber es geht nicht. Dann gib mir das Gitterteil mal rüber. Heißt das vielleicht anders? Das müsste so eigentlich sein, denke ich. Ich stumm. Nee, ist mittig. Das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Ich mach's direkt klein, ne? So, ich guck mal, ob wir genug Bauteile haben, um eine Werkbank zu bauen. Ich vermute mal. Ja, es funktioniert! Sogar in der gleichen Farbe. So, wir brauchen mechanische Teile. Elektrische Teile sehe ich, aber keine mechanischen. Keine mechanischen Bauteile. Nur 4. Oh. Also die Werkbank können wir nicht bauen. Da brauche ich 20 mechanische Teile. Müssen wir nochmal looten gehen. Das heißt, ich kann keine Stützbalken für die Brücke bauen. Wenn man einmal hier rübergelaufen ist, ist man schon erschöpft. Lustig. Ich baue die ganze Treppe ab, okay? Okay. Super, wenn das klappen würde, wieder mit 8. Bitte halte, brech nicht unter mir zusammen. So, sieht gut aus. Und jetzt kommt die wahre Herausforderung. Einen Stützpfeiler hier aus dem Wasser rausbauen. Frage ist, haben wir die right position? Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Was denn? Weil ich wieder helfen kann. So, und jetzt müsste eigentlich das da dran gehen. Nee, geht aber nicht. Nicht richtig. Nein, ich bin nicht richtig. Ich bin eins zu weit nach links. Schade. Gut, dann bleibt da halt ein Loch. Mal gucken, komm, Schatz. Nein.
geht einfach nicht, weil da zu wenig Platz ist. Wie kann man die Gitter nach unten hinbauen? Da musst du R drücken. Was R drücken? Warte. Ah, R. ja. Hast du gefunden? Ja. Geht aber nicht. Ah, jetzt geht's. Geht hier mit diesen Kästchenbauweise eigentlich fast alles. Außer dass er dieses verfluchte Ding jetzt da drauf setzt. Verdammt nochmal. Sollen die Gitter auf dem Dach ganz oben direkt bündig sein oder eins runter? Gitter auf dem Dach? Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Also auf dem Dach von unserem Haus. Weil ich gerade den letzten Stempel hier im Wasser versenkt habe. Ja, das passt hervorragend. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe einen dicken Verband am Finger. Da kann man sich auch schon mal verklicken. Soll das so sein oder eins weiter runter, so wie die Fenster sind? Ah, jetzt verstehe ich das. Nein, so. So ist super. Okay, gut. Jetzt weiß ich, was du vorhast. Boah, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ist der hier schon ein Japs? So, Holzblockrahmen, nochmal 50 Stück. Dann dürfte es eigentlich reichen. Die Finger das nicht mal jetzt hier dieses komplizierte Stück zusammenbrechen. Aber wir beenden gleich die Aufnahme, weil heute Abend nehme ich noch das Kram auf. Es war zu spät.
Echt komplizierte Baumaßnahmen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt von hier aus. Soll. Du kannst hier nicht den Atem anhalten. Du hältst doch den Atem an, wenn du unter Wasser bist. Was soll diese Aussage? Nö. Ich bin sowas wie Jesus gerade. Ich wandle auf dem Trocknen. Noch eins höher. Ich muss ein Baugerüste bauen, damit ich überhaupt da rankomme, wo ich bauen muss. Oh. Kannst du wieder sagen, hoffentlich hält das. Hoffentlich hält das. Das ist so artig kompliziert. Hier gerade der Bau. Man nur sagen kann, hoffentlich hält das. So. Hier nochmal massiv machen. Ich kann hier auf altes Bauwissen hier nicht zurückgreifen, weil ja die Statik definitiv geändert worden ist. Früher hätte ich gesagt, dass, na klar, das ist gar kein Problem. Aber jetzt, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Eins, zwei. Nee, 5 ist das schon. Blödsinn. So. Ich muss so oder so noch einen Träger bauen. Dann kann ich den noch jetzt hier bauen. Da Baumaßnahmen so langsam zu Ende. Wir müssen ja noch nach Hause fahren.
So. Also wenn du willst, kannst du mal... Gucken. Ein Punch gesetzt. Jetzt habe ich da so ein schräges Teil hingesetzt. Lol, es fällt einfach runter. So, ich mach den ersten Block noch mal ziehen und schauen wir raus. Also, letzte Chance zum Gucken, Alea. Ja, warte kurz. Ja, ich warte, aber die Uhr halt nicht. Ich mach das jetzt. Warum ist das tot? Warum? Ah, geht doch. Na, ist das geil! Sagte er, nahm den letzten Block weg und alles brach wieder zusammen. Wirklich? Nein. Aber es wäre Hammer. Nein. Ja, die müssen wir auch kaputt machen. Um den Zombies möglichst schwer zu machen. Es geht nicht! Komm mal, Lea, wir müssen Schluss machen. Warum baut das Scheißteil nicht auf dieser Ecke? Was hat der für ein Problem mit dieser Ecke? Scheiße, andersrum bauen. Hallo, ich will in die Ecke bauen. Könntest du das Loch hier mal zumachen? Du musst das von außen setzen, deswegen geht das nicht. Könntest du das bitte machen? Krieg die Krise. Ich geh da eins gucken. Jo. Man sieht, wo du falsch gesetzt hast, weil da immer noch die Trümmer schwimmen. Das ist cool. Gut. Ja, ich sah die Trümmer nicht, sonst hätte ich sie weggenommen.
Mache ich für dich. Ach so, das waren, glaube ich, keine Trümmer oder so. Komm, wir müssen nach Hause fahren. Ich koche. Ja, warte kurz. Mach noch hier das Ding. Mal oben was zu essen haben, ich glaube aber nicht. Dann müssen wir halt bei uns zu Hause essen. Haben nicht genug Kappe gehabt. Ich konnte nur zwei Teile machen. Ja, wir haben auch nur einmal Fett. Ah, Fleisch haben wir. Viermal Fett haben wir auch nur. Also viele Fackeln können wir auch nicht machen. Ah, egal. Das ist ein Thema für die nächste Folge und nicht mehr für heute. Ah, komm, schnapp dir dein Auto, wir fahren nach Hause. Das ist meins. Okay, dann nehme ich eben das. Warte. Ah, ne, ich hab doch nichts mehr zu trinken. Ich esse in der Zeit was. Hast du was zu essen dabei gehabt? Yep. Nein. Da hast du sogar die Tür offen stehen lassen. So. Egal. Auf. Ich hör dich schon. Yep. Bin an der Brücke. Ah, ich seh dich. Wie du bei dir mehr kommst. Das ist ja quasi ein Baumhaus. Schatz. Man muss mal die Tür aufmachen. Kopf. Ja. Dirk's Hochstadt. Voll der Unfall. Was? Schade.
Hab so geplant. Was? Die Auspuffanlage ist ja wohl ein bisschen. Ja. Nimm es mal mit rein. Boah, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass vorne an den Kotflügeln Blut hängt. Fuck. Ja, deswegen gehe ich immer durch den Geheimgang. Ja, ich bin aus Versehen reingelaufen. Ja, nicht mehr ganz so geheim ist. Ich ernte noch. Ja, müssen aber jetzt wirklich mal zum Server. Hey, wieso? Wir haben Tag 70 gehabt. Ja, weiß ich. Aber ich muss die Aufnahme beenden. Weil ich muss jetzt anfangen zu kochen. Sonst bin ich um 8 Uhr für Klaus fertig. Ach so. Ja, ich bin jetzt fertig. Ich habe einmal Samen rausgezogen, aus Versehen. Oh, ich habe auch noch Samen dabei. Genau. So. Zu trinken. Mal ist das jetzt noch angesagt. Wieso war ich über. Wieso bin ich überlastet? Achso, ja, stimmt. Ich habe ja gerade. Dings. Geerntet. Was? Was hast du vor? Nix. Ich versuch zu essen. Ich brauch noch was zu essen. Ja, warte doch kurz. Ohne mich hättest du gar nichts zu essen. Oh, ich muss selber was essen. Fertig?
muss noch ein Ei. So, jetzt bin ich satt. Alles klar. Gut, dann locke ich mich mal aus. Danke fürs Mitspielen. Vielleicht kommen wir ja noch bis Samstag nochmal dazu, auch nochmal so ein Stündchen allein zu spielen. Aber wir gucken mal. Ja. Auf jeden Fall dreht die Zeit noch nicht nach vorne. Ich sag mal bis dann, ne? Ja. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.